Hier ist für euch Michael Jakob. Viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Abend. Man sagt das so schön, die Letzten werden die Ersten sein. Leider gilt das meist auch umgekehrt, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass ich hier bin. Kennt ihr alle den Struwwelpeter? Ja. Ich auch, ich bin damit aufgewachsen und war als Kind schon schockiert, ob dieser Brutalität, abgeschnittene Gliedmaßen, brennende Frauen, das gibt es ja heutzutage nur noch im Nahen Osten. Und mir ist vor kurzem dieses Werk wieder in die Hände gefallen. Und ich dachte mir immer noch, boah, ganz schön brutal für die kleinen Kinder. Aber die Themen sind ja auch nicht mehr zeitgemäß. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Struwwelpeter neu zu verfassen, quasi eine Version für das 21. Jahrhundert zu kreieren oder neudeutsch gesagt, den Struwwelpeter 2.0 zu schreiben. Und das hier ist die erste Geschichte daraus. Die Geschichte von der Bulimie Heidi. Die Heidi, die war kerngesund, ein Mädchen, pausbäckig und rund. Sie aß die Suppe gern bei Tisch und auch den Käse, Fleisch und Fisch. Sie war hübsch anzusehen und nett. Doch plötzlich sprach sie, ich bin fett. Denn in den TV-Reklamen sah man nur noch dürre Damen. In Illustrierten und Zeitschriften hat keine Frau was auf den Hüften. Sie begann die Kalorien zu zählen und mit Jogging sich zu quälen. Ihr Körper wurde schlank und schick, jedoch fand sie sich, noch zu dick. Und schwuppdiwupps, da hatte sie die böse Krankheit Bulimie. Vom Schlankheitswahn total besessen, wollte sie bald nichts mehr essen. Doch böse Heißhungerattacken fingen an, sie wild zu packen. Doch fraß sie dann die ganzen Sachen, schwupps den Finger in den Rachen. Und Pizza, Döner, Ei, der Daus, sie kotzte alles wieder raus. Und just nach 2-3 Wochen, da war sie nur noch Haut und Knochen. Doch warf gegen Spiegel sie einen Blick, fand sie sich immer noch zu dick. Achtung, tragische Stelle. Wie sollte es nun anders sein? Sie stellt das Essen vollends ein, aß nichts mehr, weder Obst noch Brot, und nach 5 Tagen war sie tot. Doch können sie sprechen als Skelett, so wird sie sagen, noch zu fett. Danke, ich war auch ganz stolz auf dieses Gedicht. Nur ist mir kurz danach eine Statistik in die Hände gefallen und in dieser Statistik stand geschrieben, dass gerade mal 26% der deutschen Bevölkerung untergewichtig ist, aber 51% übergewichtig. Und da dachte ich mir, Mensch Michel, hast du mal wieder voll an der Masse vorbeigeschrieben? Deswegen habe ich mich auch gleich hingesetzt und ein Gegenstück dazu verfasst, um auch diese weitaus größere und gewichtigere Zielgruppe abzudecken. Und das hier ist die Geschichte vom Fast Food Hans. Als richtig kleiner Junge schon aß Hannes nicht bloß eine Portion Pommes, nein, er aß meist 2 mit Ketchup, Mayo, Senf dabei. Die Eltern lebten laissez-faire, drum aß der Hannes immer mehr, weil niemand ihn errettete, er dann auch schnell verfettete. Korrektes Deutsch. Man tat den jungen Körper schinden. Mit 4 konnte er sich nicht mehr binden. Die Schuhe, das war ihm zu schmerzlich, denn er wog der Kilo 60. An Sport war auch nicht mehr zu denken. Zum Jahrestage statt Geschenken bekam er stets einen Besuch bei Burger King. Das war sein Fluch. Er aß die Burger wie kein anderer und ward zum Kalorienverwandler in Fett, sodass es niemand wundert. Mit 6 wog er schon über 100. Mit 8 ist es dann geschehen. Wer es wollte, konnte es wirklich sehen. Um Hannes dünne Kinder schwebten, die in Umlaufbahnen lebten. Mit 10 verdunkelte er die Sonne. Er wog zu jener Zeit eine Tonne. Die Kinder sagten, schau mal, jetzt lebt an Land ein Blauwal. Und unter einem lauten Krach gaben eins die Beine nach. Nun schob man ihn von hier nach dort mit Aufschrift, Achtung, Schwertransport. Mit 12 passt er nicht mehr ins Haus. Mit 13 war es schließlich aus. Herzverfettung, Cholesterin, ein schneller Tod trotz Medizin. Er fiel zu Boden, Menschen guckten, Seismographen weltweit zuckten, Vögel auseinanderstoben, schimpfend auf den Wipfeln droben. Nun lag der Klops am Horizont, den man nicht bewegen konnte. Trotz Mühe, trotz Kraft,
Trotz Anstrengung blieb nur die kontrollierte Sprengung.